Ja, mein Name ist Mario Göbel, ich bin der Dienstgruppenleiter hier der aufnehmenden Polizeibeamten. Es kam hier zu einem Unfall von einem Fahrrad und einem Auto. Was ist passiert? Wie kam der Unfall? Ja, wir haben hier den Sachverhalt, dass zur Unfallzeit ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad, mit seinem beleuchteten Fahrrad, die Seehofstraße talwärts fährt, im Einmündungsbereich hier an der Straße an den Seewacholdern kommt ein Pkw heraus, der gleichsam links abbiegt und es kommt dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jungen. Das sah ja sehr spektakulär aus. Der Junge, der war unter dem Pkw eingeklemmt. Was können Sie dazu sagen? Feuer war ihn befreit? Ja, die Folge dieses Zusammenstoßes war die, dass der Junge mit seinem Fahrrad unter das Auto geraten ist und dort auch eingeklemmt wurde. Es gab Ersthelfer, die hier versucht haben, mit einem Wagenheber dieses Fahrzeug anzuheben, um den Jungen zu befreien. Das ist nicht gelungen. Letztlich konnte die Feuerwehr mit ihren Mitteln dann das Kind unter diesem Auto befreien. Das Kind ist das augenscheinlich schwer verletzt, leicht verletzt. Was können Sie dazu sagen? Das Kind hatte zumindest keine äußeren Verletzungen. Es wurde dann durch den Notarzt behandelt und ist zur weiteren Versorgung in die Kinderklinik St. Augustin gefahren worden. Über den Zustand des Kindes kann ich im Moment noch nichts sagen. Wie alt war das Kind nochmal? Ein 11-jähriger Junge. Und der Unfallfahrer? Der war 47 Jahre oder ist 47 Jahre alt. Wie sieht das aus mit Drogen, Alkohol? Können Sie da was zu sagen? Also nach derzeitigem Ermittlungsstand sind beide Verkehrsteilnehmer hier fahrtüchtig. Das heißt, keine Drogen, kein Alkohol. Gut, und beide sind auf der gleichen Spur gefahren, das heißt, links wollte der Fahrrad oder das Auto rausfahren und dann der Fahrradfahrer, oder gibt es andere Erkenntnisse? Also wir haben nach erster Spurenauswertung feststellen können, dass das Kind zumindest eher mittig seiner Fahrbahn gefahren ist. Die Ursache deshalb steht natürlich noch nicht fest und dass der Fahrzeugführer aus dieser untergeordneten Straße dann als Linksabbieger eher normal abgebogen ist. Kann man denn sagen, dass beide Unfallschuld haben? Können Sie dazu schon was sagen oder ist das noch durch laufenden Ermittlungen nicht machbar? Ja, haben Sie recht. Also wir werden den Sachverhalt eben auch durch Rekonstruktion und Auswertung der Unfallspuren insofern aufhellen und dann zum Ergebnis kommen. Super. Dankeschön. Bitte.